Hallöchen, hier ist das Hallo, Foxy. hier ist das Foxy. Mach das Foxy wieder. Ja, wir sind alle wieder da. Ja, wie ihr gehört habt, alle sind sie da. Ja, wir haben schon mal hier ein bisschen angefangen zu bauen. Jeder hat so ein bisschen was schon gemacht. Die Karte ist gerade mal eine Stunde alt, so ungefähr. Ja, so ein Dreh rum, ja. Aber sind schon fleißig. Ja, ihr könnt euch wieder freuen, es gibt wieder viele neue Bauten zu bestaunen. Dann später, nicht jetzt. Jetzt ist ja noch gar nichts. Ja, wir müssen erstmal sammeln. Wir haben erst angefangen. Joa. Ja, halt, ne, neues Update. Neue Karte, neues Glück. Neues Zocken, ja. Neues Spielen. Hey, cooler Typ, Mann. Mach dir die ganzen Löcher zu. Warte, ich hab da irgendwo noch Dreck bei mir. Erde. Wer macht die ganzen Löcher zu? Stück Erde. Guck mal. Eins, zwei, zack. Zwei ganze Erde, wow. Scheiße, geil, hat ne? nicht gereicht. Ich brauch noch mehr Erde. Erde? Ich hab irgendwo noch eine Schaufel. Kannst die Löcher weiter zumachen. Ach, jetzt bleibt das an mir hängen? Oh. Ich hab's ja nebenbei gemacht, weil ich ja noch eine andere Arbeit laufen hab, Mann. Ja, Mann. Hast du Platz? Nö. Doch, ein bisschen habe ich Platz. Damit da die hier nur motzen oder was ist hier los? Dann machen wir 64. Wir motzen nie, wir spielen. Dankeschön. Das müsste reichen. Nee, also eins. Nee, wir motzen schon. Das ist ziemlich viel eigentlich. Heilige Mutter! Was ist dir da explodiert? Ja, ein Creeper hat mich wegkatapultiert. Ach, du lebst aber noch? Wow. Na klar. Ah, na klar, hallo, na klar. Das hab ich von anders erlebt. So, na klar ist das nicht. Hab ich auch lieb. Danke, oh, jetzt hätte ich. Oh, nee. Oh, jetzt wird mir ganz warm und oh. Das ist meiner. Darin Mikey, was ist das da? Ist das etwa ein Ständer? Oh, Witz. Witzig. Das sieht doch irgendwie scheiße aus. Ja, ich hätte gerne ein paar. Was? Ein paar was? Hä? Ständer. Hä? Warum ein paar? Weil ich hier mein Lager ausbaue. Ach so. Solche Ständer. Was hast du denn gedacht? Nee, alles gut. Alles gut, ne? Das würde ich jetzt auch sagen, Dario. Pidi? Hat jemand noch ein bisschen... Ja? Das Loch ist fast zu. Du musst was suchen. So, Jungs, das ist mein Haus. Das ist das... Was machst du mit dich? Einfache Haus von Tati. Und weg jetzt mal zu Grey Fox. Ja, der hat ja mal wieder hier. Kann natürlich auch ignorieren hier. Ist ja kein Problem. Guck mal, das ist der von Grey Fox. Und hier, was mir geil war, hier auch immer wieder machen tut. Das ist wieder ein großes Ding. Aber er ist auch ein King Dingeling hier. Der mir geil war. Sehr gut. Wird heute auf mir herumgehackt oder was ist los? Was ist los mit euch? Erzähl mal. Nee, gar nicht. Das ist schon mal das ist gut, der Anfang hier. Der hat irgendwie was gesehen. Pidi, was meinst du mit neue Lichtquelle? Wie? Quelle? Hä? Ja, Pidi meint, es gibt neues Licht. Ja, das findest du im Unterwassertempel. Ja, was ist denn das? Was neues ist Licht? Das? Erklär mal. Komm, erklär, Bär. Ich weiß nicht jetzt, wie man das Licht Licht nennt. Das ist das Licht von Unterwassertempel. Oh, meine Güte, ich fand hier ständig runter. Was wollt ihr von mir? Ja, erklär mal, das soll ich erklären. Okay. Nee, hab ich schon gerade gemacht. Ist das heller als Fackel? Nein. Ja, das ist so Licht, so hell wie Glowstone. Sowas findest du im Unterwassertempel halt.
Ist aber auch nicht sehr einfach ranzukommen. Wie sieht das aus? Hä? Ja, was? Wie das aussieht? Was Dario, denn, Dario, brauchst du jetzt noch Erde? Ich verstehe nicht. Nö, alles gut. Lacht er mich jetzt aus? Danke. Nee. Ich brauche jetzt Andesit. Nee, weil ich finde das so lustig, irgendwie fordert dich Max so ein bisschen. Erklär mal, mach das, erklär das, was erzähl ist das. Andesit? Boah, ich verstehe das nicht. Aha. Das brauchst du jetzt. Ja. Ich verstehe das nicht. So, hier. Einmal, zweimal. Ah, schnief, schnief. Schnuppen? Nö, noch nicht. Zack. So, ich hab noch ein bisschen Glas. Falls jemand noch ein bisschen Glas braucht. Glas. Glas. Niemand? Nee, Mike braucht gerade diesen anderen komischen Stein. Diorit? Ne, den anderen, diesen Andosit irgendwie Kram. Dingsbums. Prismarin. Also was, wie die alle heißen, Prismarin, was da so alle für Steine gibt's. Dieses Prismarin, ich glaube, das brauchst du nachher später für Licht. Fürs Neue. Okay. Aber bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, kann auch sein, dass Prismarin ein Stein ist. Nee, Prismarin, da kannst du einen Stein draus machen, aber Prismarin sammelst du ein. Und du kannst jetzt auch bemooste Pflastersteine selber machen. Ha! Wie geht das? Ja, indem du bemooste Steinziegel hast und die, wie heißen die grünen Zweig, der da, die Ranken da. Kannst du zusammenführen und da hast du bemooste Steine selber. Ha! Okay. Wusstet ihr nicht, ne? Stili, das wusstest du nicht. Und ich liebe es nicht. Doch, wusste ich schon, ja, doch. Doch. Ja, ja, ich kann dir genau sagen, wie das aussieht. Vielleicht glaubst du mir denn. Das ist so, ein bläuliches, dreiecksförmliches Teil. Pidi, richtig? Ja, ist ja okay, aber ich habe jetzt gerade gesprochen. Du kriegst das gar nicht mit, dass man jetzt auch bemooste Pflastersteine selber machen kann. Also, das weiß ich nicht, bemooste Pflastersteine. Oh, habe ich doch alles schon im Video erzählt. Hier, okay. Ach so, Video. Das muss ich ja noch fertig gucken. Das ist ja noch das Video online. Uiuiui. Ich hab's ja geguckt, aber wahrscheinlich zu leise. Jungs, ab in die Haie. Es wird dunkel. Ich hab noch kein Bett. Ich bin ja... Doch, hast du! Drei Nächte lang ohne Bett. Mann. Hm. Mach dir mal ein Bett, Mensch. Liebst du einen Penner auf der Straße? Komm. Pidi? Mach dir ein Bett. Ja? Mach dir ein Bett. Ist das Licht? Seelaterne, ja, ne? Ja, das kommt hin. Irgendwas mit Laterne, ja. Okay, da brauche ich die Dreiecke und dann noch irgendwas. Ich weiß aber nicht, was das ist. Da findest du alles im Unterwassertempel. Sieht aus wie Kristalle oder so. Wenn ich mal ehrlich bin. So, ab zu Tadis Haus. Sieht bestimmt geil aus. Lass uns mal Haya gehen. Wo ist Tadis Haus? Hallo. So, ich bin im Bett. Hört mich jemand? Ach, das Kleine hier, ne? Das Kleine. Ich bin im Bett. Oh. Oh. Wer war das? Ich war das. Wer war das gerade? Pete. Oh. Pete. Ich bin im Bett. Ich bin im Bett. Ich bin im Bett. Warte, ich muss auch noch im Bett. Ja, ich bin im Bett. Oh, die Leute gucken das Video doch im Leben nicht an. Ja. Auch egal. Warum nicht? Liebe Zuschauer, wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal mitspielen, das wird lustig hier bei uns. Ja, wir sind alle durchgeknallt, kommt lieber nicht. Bitte schlafen gehen! Einer ist durchgeknallt, der ist ja, danke. Ja. Na komm, nicht einer ist durchgeknallt, das andere. Ihr, ich nicht. Nee, du nie. Nee. Fuck, way, fucks. Na. Was denn? Wie Andesit brauchst du? Ich denk nur an Sex und an Spielen und an Arbeit. Sex und Spielen und Arbeit. Du bist ein richtiges Tier. Ja. Wenn ich verliere, naja, was soll's. Es gibt noch einen Versuch. Eieiei. Jut. Ich bin mir jetzt. Bestimmt kann man
Wollen wir Six verspielen? Weil wir ja alle so gut sind. Oh, es ist still geworden. Meine Güte. Nö. Das glaube ich jetzt aber nicht. Still? Still! Kid Sniper 101 ist dem Spiel beigetreten. Wer zum Teufel ist das denn? Ich nehm's zurück, dass wir beitreten. Das war nicht so gemeint, Leute. Ihr könnt euch rein. Das ist ein Zufall. Oh je. Yeah. Ich dachte. Ich hab ihn erstmal ausgeschlossen. Ja, ich kenne ihn nicht. Ja, aua! Ja, ich oh. Das ist wirklich erstmal besser, okay. Oh. Kann man hier jemanden den Boden reinknallen in dieses Gebäude? Sonst haben wir Schafe da drin. Ein anderes Ungeziefer. Ja, deswegen wollte ich noch die alten Steine haben, Dario. Willst du Steine haben? Ich hab sonst noch. Nein, die anderen Steine, die Tati für mich schon sammeln tut. Dies, warte mal. Andesit! Gleichzeitig? Gedankenübertragung. No. Das ist Liebe. Ja, in einer wahren Liebe versteht man sich auch ohne Worte. Dario. Wahre ja. Liebe gibt es nur unter Männer. Oh. Ey! Schnucki, Schnucki. Das habe ich mir sagen lassen. Sag mal, habt ihr schon anderes Holz gefunden? Wie anderes Holz? Nö. Ich hab nur das scheiß weiße Holz hier. Wie heißt das? Das ist das Gelbenholz. Ja, das kann ich schon nicht mehr sehen. Was hast du gesagt? Ein Beppenholz? Birkenholz. Ach, Birkenholz. Ja, ich hab Beppenholz. Tut mir leid, dass ich manchmal ein bisschen so komisch rede und meine Nase ist dicht. Deine Nase? Ja. Oh boy, was wollte ich jetzt noch gleich machen? Ich brauche... Steinspitzhacke und eine Schaufel. Oh, Fichte. Ah. Ist auch mal nett. Können wir doch auch schon. Oh. Die Gammelhölzer, die finde ich, die Gammelbäume, die sind ja wohl echt krass. Pete, wie heißen die Bäume noch, die so ganz komisch aussehen? Die nennen aussehen wie Bäume. Das könnte, weiß ich nicht, das ist ja auch neu. Nicht die dunkle Birke, sondern, Ja, das Akazie. Halt, das gab ja einen Akazienbaum. Ist das ein Baum? Oder was soll das darstellen? Sieht aus wie abgestorbene Bäume, ey. Das ist ein Akazienbaum, glaube ich. Hört ihr mir auch zu? Hallo? Seid ihr noch da? Ja. Danke. Ja. Unser Quälfolge ist heute nur am Lachen, der hat Spaß. Hoi. Wer sieht denn hier irgendwo vergammelte Bäume? Mike? Habe ich nur heute gesehen, als ich weiter präsentiert habe. Dann habe ich die Dinger gesehen. Du musst noch weiter rumlaufen. Ich laufe da. Extra zu dir? Da gibt's so ein Biom, gibt's da und die sehen so komisch aus. Das sind Bäume, die habe ich in meinem Leben nicht gesehen, also nicht bei Minecraft. Also muss das was Neues sein, als ich das gesehen habe. Muss man mal ein Video angucken, aber sowas tust du ja nicht. Da siehst du sogar das Unterwassertempel einmal. Oh. Immer wird man hier angepöbelt. Ich pöbel nicht. Ich bin ganz lieb. Was macht ihr nie? Ja, ich habe heute irgendwie einen goofy Tag, keine Ahnung. Goofy? Goofy? Ach ja. Ja. Ohohoho. Ich höre heute, wie viel Stein raus, brauchst du denn? Keine Ahnung, stehen im Boden halt, ne? Was denn da? Hat einer von euch schon einen Rüstungsständer gebaut? Nein. Keinen Rüstungsständer gebaut? Nein. Ich würde mal gerne wissen, womit man denn den baut. Ich hab den ehrlich gesagt noch nicht gefunden, Pidi. Ich weiß nicht mehr, wie der aussieht. Wie sieht der überhaupt aus? Ah, doch. Die findest du am Schild in der Mitte. Dafür brauchst du ganz einfach Steinplatten und Holz. Die ganz einfach gebaut. Steinplatten und Holz. Ja. Komm, Pidi, das kriegst auch du hin. Oh.
Das war jetzt wieder nett. Mario, das ging jetzt wieder. Das ging jetzt hier unter die Gürtellinie. Der verteilt, ey. Ja, aber da kann ich ja nichts treffen, wo nichts ist. Das sind die schlechtesten Sprüche. Ja. Deutsch, ne? Die schlechtesten Sprüche, die heute über die Bühne gehen. Ist alles natürlich nicht böse gemeint. Nee, wir haben uns alle lieb. Wie du vorhin sagtest, wahre Liebe nur unter Männern. Ich glaube, Pete glaubt das jetzt nicht mehr. Jetzt redet er kein Wort mehr. Er muss aber, es ist sein Video. Mal hier. Ja, redet doch, das reicht doch. So, Dario, du kannst gleich den Rüstungsständer angucken. Ich baue ihn jetzt gleich auf. Wie sagt man? Danke, ja, gern geschehen. Danke, Dario, danke, danke, danke. Warum lachst du mich aus oder so? Was ist denn das? Ich hab doch jetzt. Achso. Hä? Ich hab doch Steinplatten gebaut. Da geht nichts mit Steinplatten. Ups. Was sind das sonst für Platten? Oh, Entschuldigung, Mann. Ich brauch Steinstufe. Entschuldigung, Steinstufe. So heißen die. Steinstufe? Helft euch doch. Ich glaube, langsam ist es wieder dunkel. Kann das sein? Nö. Würde ich gerne, aber das geht nicht. So, komm, Petey, zeig mal den Rüstungsständer. Nur den Rüstungsständer. Ich zeig dir jetzt meinen Ständer. Also komm, zeig hier deinen Ständer. Oh yeah. Hallo. Wir sind hier im Video. Alles? Na und? So, meine Damen und Herren, damit haben wir jetzt auch 17 Minuten rum. Ich würde auch sagen, wir beenden damit das Video. Ich habe den Griff glücklich gemacht mit der Rüstungsständer. Da kann man jetzt eine Rüstung aufbauen. Und ich sage dann Tschüss und auf Wiedersehen. Euer Fox hat das Wort. Ihr habt das letzte Wort, Jungs. Ja, tschüss. Ciao.